Ich begrüße euch zur Lösung des Rätsels der explosiven Zeitmessung. Um was ging es denn nochmal? Wir haben zwei Zündschnüre, die sind unterschiedlich lang. Beide brennen aber exakt innerhalb von einer Minute ab, wenn wir sie an einer Seite hier anzünden. Wir haben noch als Utensilien eine Streichholzschachtel voll mit Streichhölzern. Und die Rätselfrage war, ob wir es schaffen, mit dieser Konstellation, mit diesen Utensilien 45 Sekunden abzumessen. Klar schaffen wir das. Aber wie? Ja, fangen wir erstmal vielleicht an, dass wir die kurze Zündschnur an beiden Enden gleichzeitig anzünden und auch noch die zweite Zündschnur. Oben, ich mache das mal so, das ist also alles zu Zeitpunkt T1, zünden wir das alles gleichzeitig an. Dann ist es natürlich so, wenn das alles sehr schön symmetrisch läuft, was diese Zündschnüre natürlich auch tun sollen, dann wären wir genau bei 30 Sekunden natürlich dann hier in der Mitte, klar. Nach 30 Sekunden ist dann diese untere Zündschnur abgebrannt, weil wir sie von beiden Seiten gleichzeitig angezündet haben. Und die obere Zündschnur hat dann auch ihren Weg, also zur Hälfte zurückgelegt und das auch innerhalb von 30 Sekunden. Und in diesem Moment, wenn also diese untere Zündschnur komplett abgebrannt ist, zünden wir die obere Zündschnur hier an. Dann läuft natürlich klar, das fackelt hier schön weiter und hier kommt es noch zurück. Also das hier wäre Zeitpunkt T2 und die treffen sich auch wieder dann, wenn die Hälfte sozusagen der Hälfte abgebrannt ist. Und das ist klar bei 15 Sekunden. Und somit 30 plus 15, ja, wir haben also 45 Sekunden abgemessen mit Hilfe von diesen beiden Zündschnüren. Also ich finde, das ist ein richtig schönes, klassisches Logikrätsel. Ich habe damals viel Spaß gehabt an diesem Rätsel und das, oder zumindest zu versuchen, das zu lösen, fand ich richtig, richtig gut. Ich hoffe, das Rätsel hat euch auch gefallen. Wenn es so war, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Es ist halt immer so, dass wenn ihr mir zeigt, was euch gefällt, dann kann ich mich da auch besser, viel besser daran orientieren. Ja, von daher würde ich mal sagen, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Rätsel haltet und ansonsten macht's gut, bis bald und ciao.